Servus Leute und willkommen zurück bei einem neuen Review. Heute geht es wieder um den Tabak und zwar den neuen Aquamenta Black and White. Ein Traubetabak aus dem Hause Aquamenta und Leute, ihr wisst ja, ich bin absoluter Traube-Minze-Fan. Deswegen muss ich den natürlich sofort testen. Ja Leute, und damit willkommen zurück zu einem neuen Review. Wie gesagt, heute der Black and White, die Nummer 19 von Aquamenta. Ein Traubetabak aus dem Hause Aquamenta. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aquamenta rauche ich in letzter Zeit wieder sehr, sehr gerne. Also es gibt da so ein paar Sorten, die brauche ich einfach fast dauerhaft da. Ich habe mich sehr in den Tropical Gava verliebt oder auch den Black Box oder den Kamasutra, was für mich ein sehr, sehr guter Ersatz oder eine Alternative zum FFM von Barbos ist. Also Aquamenta steht bei mir auf jeden Fall im Moment relativ hoch im Kurs und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf diesen Tabak. Leute, wie auch bei Adalia kommt Aquamenta jetzt mit diesem Shot. Ich zeige euch am besten erstmal den Kopfbau und dann seht ihr, wie ich das Ganze anrühre. So, ich würde sagen, wir packen das Ganze erstmal aus und mixen das Ganze hier mit dem schönen ATH-Mix an. Wir haben hier so eine Aufreißschnalle, die wie immer, ich habe noch nie so eine Aufreißschnalle gehabt, die einfach wunderbar funktioniert hat so. Aber das ist ja nicht das Wichtigste. Erstmal Preis, 17,90 Euro kostet das Ganze, plus 1,50 wieder für den Shot. Und das hier geht sehr, sehr kacke auf. Ich zerreiß das einfach mal kurz. So, und einziger Unterschied, den wir hier an der Packung noch gesehen haben, war Nummer 19 Black and White. Ja, also, dass da jetzt noch die Nummer 19 mit dabei steht. So, hier haben wir die Dose, auf der jetzt tatsächlich gar nichts mehr drauf ist. Und innen drinne, wie gewohnt, den Aquamenta Zipper. Ja. Die Dose packen wir beiseite. Wir nehmen uns hier wieder eine Schüssel zum Anmischen des Tabaks und packen da erstmal den Tabak rein. So, Zipper auf, Tabak rein. Ist sogar tatsächlich schon relativ feucht. Also sieht auch bei Aquamenta sogar fast so aus, als ob man das einfach so rauchen könnte. Empfehlung ist natürlich, oder was heißt Empfehlung? Man sollte auf jeden Fall hier diesen Shot dazu kaufen. Ne? Da sind noch ein paar wichtige Sachen drin, die da auf jeden Fall mit dran müssen. Und dann kippen wir da auch genau den Shot mit rein. Ja, das versuche ich wieder hier. Ich mache das ein bisschen zu, lasse das nochmal auf dem Kopf stehen und lasse das noch ein bisschen auslaufen. Ich schnapp mir hier so einen Handschuh, weil ich keine Lust habe, dass meine Hand den ganzen Tag nach Tabak riecht. Ziehen wir uns den Handschuh an und dann kneten wir das einmal richtig in den Tabak rein. Ja? Und deswegen auch kneten und nicht umrühren, damit man hier nochmal so ein bisschen Druck ausüben kann, ja, damit man das so schön zusammenquetschen kann, im Gegensatz zum eigentlichen einfachen Umrühren, wie man das so machen würde, wenn man da jetzt einfach das alles in eine Dose kippt und dann einmal mit so einem Kopfbaustäbchen oder sowas durchgeht. Wir wollen das wirklich schön zusammenquetschen. Ja. Was wir auch sehen können hier am Tabak ist, dass er jetzt wirklich sehr, sehr feucht ist, hat einen sehr angenehmen Schnitt, ja, keine Ästchen drinne. Nichts zu bemängeln eigentlich. Sieht sehr, sehr nice aus, würde ich sagen. Und dann rühren wir, ich würde sagen, ich rühre das jetzt nochmal ein bisschen, pack das dann in die Dose und sobald ich das in der Dose habe, sehen wir uns wieder zum Kopfbau. So, ich habe das Ganze einmal umgefüllt hier in diese Plastikdippen, die ich normale immer für Darkside nehme. Da jetzt hier nicht mal mehr was Schönes draufsteht auf dieser Blechverpackung, ich frage mich, ob das jetzt immer so ist oder nur bei der Dose, die ich hier erwischt habe, dachte ich mir, gut, dann muss ich auch nicht hier diese Metalldose nehmen, dann kann ich auch eine besser geeignetere Plastikverpackung dafür nehmen und habe das deswegen jetzt hier in meinen kleinen Plastikbehälter gegeben. Die benutze ich eigentlich meistens für Darkside. So, wie immer beim Kopfbau, wir streichen erstmal locker fluffig hier Tabak außen an den Rand und verteilen das dann gleich noch. Ich baue gerade im Oblaco M. Das ist eine Special Edition, die ich hier habe. Das ist die vom Hookah Boss. Das ist ein Shisha-Influencer in Russland. Die gibt es auch, soweit ich weiß, jetzt nur einmal außerhalb von Europa. Also, soweit ich weiß, bin ich der glückliche Besitzer des einzigen Kopfs von dieser Reihe, die nicht in Russland noch in einer seiner Bars ist. Der hat nämlich auch Shisha-Bars in Russland. So, dann verteilen wir das Ganze hier ein bisschen. Also Schnitt und Feuchtigkeit sind echt sehr gut.
Wenn der jetzt noch Hitze ab kann mit diesem selbst anmischen und so, dann wäre das echt ultra nice. Ich bin gespannt. Ich habe ja jetzt wirklich direkt angemischt und wir rauchen es sofort zusammen. Beim letzten Mal, als ich Adaya getestet habe mit diesem selbst anmischen, da waren ja ein paar Stunden dazwischen. Da war ich ja zwischendrin noch bei meinen Eltern essen und so. Diesmal direkt nach dem Anmischen hier. Das heißt, diesmal der Test, ob das auch sofort rauchfertig ist. So, und so will ich das Ganze lassen. Das ist jetzt ja guter Noppenkontakt auf jeden Fall. Smokebox muss ich auch noch sauber machen, sehe ich gerade. ja, so läuft das Ganze. So rauchen wir das jetzt. Kohle geht schon an. Ich mache die Smokebox sauber und dann sehen wir uns gleich im gewohnten Set. Ja, Kochbau habt ihr gesehen. Und natürlich auch das Ganze anrühren jetzt bei Aquamenta. Man muss dazu sagen, die 200 Gramm Dose an Tabak kostet 17,90 Euro. Dazu kauft ihr für 1,50 Euro den Shot, der nochmal 30 Gramm wiegt. Heißt, wenn ihr das zusammenmischt, habt ihr 230 Gramm Tabak für umgerechnet 19,50 Euro, beziehungsweise nicht umgerechnet, für ausgerechnet 19,50 Euro. Und wenn man das dann runterrechnet auf 200 Gramm, dann sind das ungefähr 17 Euro für 200 Gramm Tabak. Also eigentlich immer noch der ganz normale Tabakpreis, wie es auch vorher so war. Von daher an der Stelle auf jeden Fall schon mal absolut keine Beschwerden, Leute. Was ich noch dazu sagen muss, da fühle ich mich sehr, sehr geehrt. Aquamenta hat mich vorher angeschrieben, das war schon vor ein paar Monaten, ich dürfte nur noch nichts zu sagen, und haben mir schon mal eine kleine Probepackung, also ein Prototyp von diesem Tabak geschickt. Dann habe ich gefragt, hey, kann ich darüber das Review machen oder wird der nochmal anders? Dann haben die gesagt, nee, da wird sich nochmal ein bisschen was verändern, also darüber noch nicht das Review machen. Und jetzt habe ich endlich die finale Version hier, jetzt eben auch mit dem Shot, und jetzt können wir das Ganze testen. Ein Traube soll es sein, Black and White verrät schon eine Mischung aus einer schwarzen und einer weißen Traube, klingt also sehr, sehr interessant. Würde jetzt so vom Wortklang schwarze und weiße Traube so ein bisschen mehr an den Holster erinnern als an Black Nana, der nur schwarze Trauben mit Minze ist oder sowas. Aber soweit auf jeden Fall schon mal sehr, sehr vielversprechend, würde ich sagen. Ne? Weil ihr wisst ja, Holster Grab Mint eigentlich im Moment mein Lieblingstraube Minze. Bei dem ist jetzt auch eine leichte Aquanote am Start. Ja? Ich würde sagen, ich brauche zwischendrin mal einen Zug, aber dann kommen wir wie immer erstmal zum Geruch. Ja, Rauchentwicklung seht ihr ja schon. Absolut brutal. Ja? Also bei der Rauchentwicklung kann man sich absolut nicht beschweren. Vielleicht zwischendrin gerade noch kurz ein paar Worte zu meinem Setup. Untersetzer ist der Holzuntersetzer von WLKX, geraucht auf der Ocean Kaif S. Umgebaut mit dem Entlüftungssystem auf dem Teller, da oben drauf der Oblaco in der Hookah Boss Edition, Kalaut Lotus 1 Plus Niris oben drauf, zwei Tom Kokocha C26 Goldkohlen und als Tabak natürlich den Black and White von Aquamenta. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das mit diesem Entlüftungssystem, zeige ich euch natürlich dann nochmal im Ocean Kaif S Review. Das dauert allerdings noch ein bisschen, Leute. Ihr wisst das, ich teste Pfeifen vorher wirklich auf Herz und Nieren, bevor da ein Review zukommt. Ja? Aber Entlüftungssystem, sehr, sehr geil. Normal sitzt das hier drunter und entlüftet nach unten und das entlüftet jetzt über den Teller und das sieht schon sehr, sehr nice aus. Ich zeige euch das mal. Das sieht meiner Meinung nach schon wirklich sehr, sehr nice aus. So Leute, Geruch Black and White von Aquamenta. Schnitt und Feuchtigkeit habt ihr eben auch schon im Kopfbau gesehen, habe ich auch schon ein paar Worte zu gesagt. Sehr, sehr nicer Schnitt. Sehr geile Feuchtigkeit, ist wirklich ordentlich feucht, habe aber keine überschüssige Molasse. Der Schnitt ist sehr angenehm, ihr habt keine Ästchen, hat sich super, super entspannt rauchen lassen. Ist nicht besonders klebrig, aber ist jetzt auch nicht komplett fluffig. Also eigentlich muss ich wirklich sagen, so das wäre mein Traumschnitt und meine Traumfeuchtigkeit. Ja, also wenn ich da eine Schulnote vergeben müsste, wäre das auf jeden Fall eine 1 plus mit ganz, ganz vielen Sternchen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber Leute, Geruch vom Black and White. Also man riecht auf jeden Fall natürlich eine Traube. Es ist sehr, sehr schwierig, diesen Geruch zu beschreiben. Es ist nicht wie so ein ganz klassischer Traubeminze, beziehungsweise wie ein Traubetabak. Es ist irgendwie wie eine Mischung aus einer Traubenzuckertraube mit einer herben Traube und so einer ganz, ganz leichten Kaugumminote. Also es ist ganz verrückt. Aber ich habe da auf jeden Fall irgendwie im Hintergrund so eine Kaugumminote im Kopf. Aber die Traube riecht schon wirklich sehr, sehr nice. Also vom Geruch her definitiv geil, ist mal was anderes. Ja, also es ist nicht, wenn ihr jetzt an klassische Traube Minze, sowas wie Alfaja, Alvaja, vielleicht auch Grape Mint von Holster denkt. Black Nana würde ich ja nicht mit reinnehmen, weil Black Nana ist so ein bisschen
so ein bisschen süßer und vollmundiger, dadurch, dass es nur schwarze Traube ist. Aber wenn man mal an die klassischen Traube-Minze-Sorten so denkt, muss man sagen, der ist schon anders. Ja, es ist was Besonderes. Es ist nicht so, ja, es ist halt eben kein klassischer Traube-Minze. Ne? Ich reite da relativ viel drauf rum, aber es ist sehr schwer, das euch verbal zu sagen, wie sich das eben anfühlt, wenn man da dran riecht oder wie das eben riecht. Und ja, wir nehmen nochmal ein paar Züge, dann guckt ihr euch nochmal die Rauchentwicklung an und dann kommen wir zum wichtigsten Punkt, dem Geschmack. Bevor wir zum Geschmack kommen, noch mal ganz kurz zwischendrin, Rauchverhalten 1A. Ja, also absolut kein Drücken, absolut kein Kratzen. Ich habe eben noch schnell das Set aufgebaut, bevor ich angefangen habe und habe erst die Kohle rein, dann das Set aufgebaut und dann schon Angst gehabt, so, oh, ich habe 3 Kohlen drin. Hoffentlich war das jetzt nicht zu viel, dass ich ihn so lange habe stehen lassen, während ich hier aufgebaut habe und die Kamera eingestellt habe und so weiter. 1A, Leute, gezogen und das Ding war an. Kein Drücken, kein Kratzen, nichts angebrannt, wirklich perfekt. Also Feuchtigkeit, Schnitt, Rauchverhalten, alles tipptopp, ja. Den Geruch finde ich auch tipptopp. Es ist halt nur, wie gesagt, was anderes als so ein klassischer Traubeminze. Der Geschmack, Leute. Ich brauche nochmal einen Zug. Es ist sehr, sehr ähnlich wie im Geruch. Man hat eine weiße Traube oder grüne Traubenote am Start, die sehr an den klassischen Traube-Flavor erinnert, ja, wie man den schon so gewohnt ist und schon so kennt von anderen Marken. Dann kommt aber diese schwarze Traube dazu, die aber ein bisschen anders ist als jetzt bei Holster, da ist ja auch ein bisschen schwarze Traube mit bei, oder ganz anders als bei Black Nana. Aber ist irgendwie nice und es gibt nochmal so einen anderen Touch zu dem Traubeminze. Aber ich habe immer noch so einen ganz leichten, also diese frische Note, die dabei ist, die erinnert so ein bisschen an Kaugummi, ja. Ganz dezent, also jetzt nicht denken, dass das ein Traube-Kaugummi-Tabak ist oder sowas, so einen ganz dezenten Touch von Kaugummi hat das Ganze. Was heißt das jetzt für den Geschmack? Für mich bedeutet das, dass es kein klassischer Traube-Minze ist, wie ich auch beim Geruch jetzt schon mindestens 1000 Mal gesagt habe, aber es trotzdem ein sehr, sehr nicer Traube-Minze ist. Ich glaube, das wird für mich nicht so ein Go-To-Traube-Minze, den ich jeden Tag rauche, aber wenn ich mal immer noch Traube will, aber vielleicht mal ein bisschen was anderes, dann werde ich definitiv zu dem greifen. Und es ist wirklich ein sehr, sehr nicer Tabak geworden. Also ich will mir da mit Sicherheit das eine oder andere Döschen von holen. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr gut geworden. Es ist in dieser Traube-Minze-Welt, die oft doch relativ ähnlich ist, mal was Besonderes und es gefällt mir eben ziemlich gut. Wenn euch dieses Review ziemlich gut gefallen hat, Leute, auf jeden Fall noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Falls ihr den Tabak schon probiert habt, gerne eure Empfehlungen, eure Meinung unten in die Kommentare packen. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.